So, wir machen jetzt hier mal unseren Förster, Holzfäller, Holzfäller und Sägewerk. Haben unsere Planierer direkt was zum Buddeln. Warum läufst du jetzt da hinten lang? Ich kann mich nicht erinnern, dir das gesagt zu haben. Zumindest nicht wissentlich. Vielleicht unbewusst. Kann natürlich sein. War wahrscheinlich so. Von selber wird das nicht machen. So, ihr schaut mal, dass ihr diesen Berg möglichst schnell einnimmt, weil da haben wir Schwefel und wahrscheinlich wird auch noch mehr Kohle und Gold drin sein. Sag ich doch, Gold. So, nehmen wir hier das Steingebiet ein, dass unser Steinmetz auch hier genug zum Klöppeln findet. Und ihr geht mal ein bisschen weiter Richtung Westen. Guck mal, das sieht schon gar nicht verkehrt aus. Ja, bitte? Hier ist auch schon Gold, nett. Dann helft ihr drei doch mal bitte hier vorne mit, dass wir das ein bisschen weiter aufdröseln, was da so im Berg steckt. Da ich natürlich schon zeitnah wissen möchte, wo ich was wie hinbauen muss. Ich würde gerade sagen, hier, wenn das Bäumchen weg ist, ist doch gar kein so schlechter Platz für eine Getreidefarm. Zack. Dann machen wir mal... Aber hier ist es auch sehr schön eben. Gönnen wir uns doch lieber hier gleich noch eine Getreidefarm. So, hier ist alles so uneben, dann würde ich sagen, machen wir hier unsere Montanindustrie. Wir machen hier erstmal eine Eisenschmelze und eine Werkzeugschmiede. Dass wir da schon mal ein bisschen in den Puschen kommen. Natürlich sollen wir erstmal schauen, dass wir hier mit in die Puschen kommen, weil sonst gehen uns gleich irgendwann früher oder später die Bretter aus. Wir haben aktuell nur noch 5 zur freien Verfügung. Ist ein bisschen dünn gesät. Wir sollten auch schon mal nach Fischen Ausschau halten. Weil die Goldminen bringen uns nichts, wenn wir die nicht versorgt bekommen. Logischerweise. Na gut, schauen wir mal. Ihr sammelt euch mal bitte näher da dran. Ja, guck mal, da hinten ist auch noch mal ein bisschen Kohle. Sehr schön. Ist dann noch eine Kohlemine. So, die zwei Äxte verschwinden gleich. Die Sense wird auch bald verschwinden, sobald der Bauernhof hier oben steht. Das heißt, hier haben wir wieder mehr Platz. Die beiden Angelruten, die stören noch ein wenig. Deswegen müssen wir mal schauen, wo hier irgendwo ein Fisch aus dem Wasser plätschert. Ja, nicht nur da wäre ein guter Standort. Ich sehe schon mehrere gute Standorte, aber erst einmal genug Gebiet einnehmen, dass wir da auch überhaupt was schauen können, dass wir da was hinpositioniert bekommen.
Moment, ich seht ja auch diesen roten Punkt da. Oh, hat er hier schon seine Grenze? Alter, warte mal. Ich schicke mal kurz den Priester hin. Sieht aus, als wäre hier schon ein Grenzstein. Ich erkenne es gerade nicht so 100%, aber könnte so sein. So, und jetzt kommt besagter Brettermangel. Wir haben nur noch ein Brett hier rumliegen. Schaut aus, du hast schon alles. Hier kommen zwei Bretter hin. Hier kommen drei Bretter hin. Ja, sieht doch gut aus. Scheint alles auf dem Weg zu sein. Sehr gut. Kann hier bald losgebaut werden. Wenigstens produziert das Sägewerk einigermaßen schnell. Beruhigt mich zumindest etwas. Dann schaut ihr doch nochmal danach. Ah, da ist nochmal Kohle, sehr schön. So, hier sind auch schon alle Bretter da. Wunderbar, dann kommen wir mit den Brettern doch einigermaßen hinterher. Hier ist schon alles, da fehlt nur noch ein Steinchen und das ist unterwegs. Perfekt. Dann despawnen hier auch bald die Äxte. Mit etwas Glück finden wir hier auch irgendwann mal Fische im Wasser. Oh, du findest da hinten nichts mehr. Ja, dann, klöppel doch mal da hinten die Bäume weg. Dann können wir, hier ist nämlich auch noch ein ganz guter Spot für eine Getreidefarm. Dann stellen wir die hier hin. Hier ist die freie Fläche und da kommt auch der Förster nicht dran. Ja. Ja, und es ist tatsächlich feines Land, was wir hier haben. Super! Nicht? Hier sind auch schon alle Ressourcen da, sehr schön. Ich sehe schon, wir könnten uns bald Gedanken über das nächste große Wohnhaus machen. Wahlweise auch einfach ein paar Pioniere zu Trägern wieder zurück umwandeln. Jetzt springen hier doch mal bitte irgendwo ein Fisch aus dem Wasser. Irgendwo. Komm, wir nehmen mal hier einen Soldaten, der sich da unten mal umschaut. So ein Stufe 1 Soldat, der wird schon nicht triggern, dass wir angegriffen werden. Hoffe ich zumindest. Hier wird noch fleißig geschaufelt und da kommen die anderen Pioniere zum Weiterbuddeln. Sehr schön, die waren gerade noch mit der Getreidefarm hier beschäftigt. So, komm, dann machen wir hier mal die Mühle hin. Hier eine Bäckerei und da eine Bäckerei. Damit zumindest die Kohleminen bald schon mal versorgt sind. Um Eisen kümmern wir uns dann natürlich noch. Aber eins nach dem anderen. Zumal wir uns erstmal um ein paar Fische bemühen müssen. In der Hoffnung, dass wir irgendwann mal hier welche aus dem Wasser hüpfen sehen. Ob das passiert, ich weiß es noch nicht. Ich hoffe es sehr. Aber wir sind ja leider bekanntermaßen nicht bei Wünsch dir was. Sondern bei So ist es. Ja, aber hier wäre ein noch besserer Standort für eine Goldmine. Warte mal, guck erstmal hier unten, Kollege Turnschuh, bevor du jetzt hier weiter rennst. Ob hier nicht irgendwo ein Fisch aus dem Wasser hüpft.
Tja, sieht leider nicht so aus. Bewegen wir uns mal in diese Richtung. Wäre sowieso besser, wenn wir hier in der Nähe wären. So, da eine Goldmine hin. Und hier nochmal ein bisschen was für die Kohle. Sehr schön, der nächste Holzkreislauf steht. Wunderbar. Warum ist denn die Grenze so komisch, hä? Check jetzt gerade nicht. Naja, egal. Wir können auf jeden Fall da unten schon mal ein paar Bäumchen wegkloppen. So, wie schaut's aus? Immer noch kein Fisch hier in der Nähe. Sieht irgendwie schlecht aus gerade. Dabei wünsche ich mir doch so sehr ein bisschen Fisch für unsere Goldminen. Und wahlweise für unsere anderen Minen, um die quer zu subventionieren. Oh, sehr schön. Blöde Anzeige. Ja. Tut mir leid, ich hatte leider noch Uplay auf. Jetzt seht ihr, dass ein Kumpel von mir gerade Anno spielt. Wenn es während der Aufnahme nochmal auftritt, bitte nicht gleich umbringen und oder notschlachten. Ich würde jetzt gerne meine Aufnahmesession ohne weiteres fortsetzen. So, haben wir hier Fisch. Natürlich nicht. Oh, Leute. Ist das wieder so eine Karte, wo wir nirgendwo Fisch finden? Das wäre sehr garstig. Gut, es wäre natürlich klar ein bisschen mehr Schwierigkeit, ne, weil wir unser Hauptziel haben, hier Gold zu finden. Und wenn wir dann die Goldmine nicht optimal versorgt kriegen, macht das natürlich schwieriger. Gar keine Frage. Aber vielleicht kommt ja noch was. Irgendwo wird schon hoffentlich ein Fischchen aus dem Wasser springen. Und sagen, hey, bitte bring mich um, damit du deine Goldmine versorgen kannst. So, die Mühle steht schon mal. Wunderbar. Das erste Getreide kommt auch schon. So, bitte mal wieder ein bisschen sammeln. Hier haben wir auch keinen Fisch. Ist doch Käse. Aber irgendwo wird hoffentlich ein kleiner Fisch, wie gesagt, sein Köpfchen erheben. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Dann müssen wir gucken, wie wir zur Rande kommen. Ha, da! Gott sei Dank, hier haben wir Fisch. Yay! Dann einmal bitte direkt hier alle einnehmen, dass wir da möglichst bald eine Fischerhütte hinbekommen. Vielleicht auch zwei. Ja, guck mal, hier hinten haben wir noch mehr Fische. Wunderbar. Dann machen wir eine hier hin, wenn wir die Bäume weggekloppt haben. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir die auch noch so dazwischen geknödelt. Sehr schön. Dann geh erstmal zurück, damit wir jedes bisschen Verteidigung nutzen, was wir da hinten stehen haben. So langsam stehen auch keine tatenlosen Träger mehr rum. Das ist schade. Ich meine, wir haben zwar noch hier und da einige Träger, die nichts zu tun haben. Oder hier ein Pionier, der nichts zu tun hat.
Naja, es wird schon. So, die Eisenschmelze steht jetzt auch. Sehr schön, da kommt jetzt auch das ganze Eisen hin. Wunderbar.